Nach einem Schicksalsschlag kämpft Alexander Böhmer sich zurück ins Leben. Und jetzt kämpft er für seinen großen Traum. Ich bin Alex, ich bin 23 Jahre alt und eigentlich arbeite ich als Flugbegleiter auf der Langstrecke. Aber seit meiner Diagnose bin ich zu Hause und warte darauf, dass ich wieder fliegen darf. Vor 3 Jahren ändert sich für Alex plötzlich alles. Es fängt an mit Schmerzen im Knie und dann die Schockdiagnose für den damals 20-Jährigen, Knochenkrebs. Mein erster Gedanke war, dass ich daran sterben muss und dass ich eigentlich noch gar nicht fertig bin mit Leben. Er durchläuft Chemotherapien, muss mehrfach operiert werden. Doch nach einer schweren OP am Bein möchte die Wunde nicht verheilen und entzündet sich. Und dann gibt es da nur noch eine Option. Alex' rechtes Bein muss amputiert werden. Ich weiß noch, ich habe am Morgen der Operation überlegt, ob ich noch weglaufen soll. Aber ich wäre auch gar nicht weit gekommen. Deswegen habe ich das aufgegeben. Als ich dann aufgewacht bin und gesehen habe, dass es ab ist, war ich sehr erleichtert, dass ich es hinter mir habe. Und dass es jetzt bergauf gehen kann. Das ist etwas mehr als 2 Jahre her. Heute ist Alex krebsfrei, geht regelmäßig zur Nachsorge. Und statt des Beins ist da jetzt die Prothese, an die er sich erst mal gewöhnen muss. Ich habe gedacht und gehofft, ich ziehe die Prothese an und laufe los. Und dann ist mir klar geworden, dass das eine ganze Menge Arbeit sein wird. Doch von der Arbeit lässt er sich nicht abschrecken. 2-mal pro Woche fährt er zur Gehschule. Ja, Gaspedal von rechts nach links verlegt und schon ist auch das Autofahren mit der Prothese kein Problem mehr. Training muss aber trotzdem noch sein. Physiotherapeutin Katja ist schon seit Alex' ersten Gehversuchen nach der Amputation an seiner Seite. Da sah das noch ziemlich wackelig aus. Heute ist von Unsicherheit nicht mehr viel zu spüren. Verschiedenste Hindernisse meistert Alex jetzt mit Bravour und nicht nur das. So, abgesehen von dem ganzen Gleichgewichtstraining muss Alex auch oft wirklich Koffer oder Gewichte, Treppen, Rampen irgendwo hochschleppen, halt weil er wieder fliegen möchte. Und dann muss er auch die Koffer wieder tragen und das üben wir hier. Wenn wir irgendwas machen, weiß er, wofür er es tut. Und so viel er auch meckert, er zieht es am Ende durch, weil er weiß, wo er hin will. Erst vor kurzem kam er seinem Traum dann ganz nah. Ich habe meinen ersten Langstreckenflug seit fast 3 Jahren erlebt und bin nach Tokio geflogen zu den Paralympics und habe dort als Freiwilliger mitgearbeitet. Hallo liebe Frühstücksfernsehen, ich schicke euch ganz liebe Grüße aus dem Olympiastadion in Tokio. Der Hin- und Rückflug waren für mich fast schon das Highlight der Reise, auch wenn ich natürlich in Tokio wahnsinnig interessante Sachen erlebt habe. Aber mein Herz hängt ja an der Fliegerei und es war sehr emotional. Ab dem Moment, wo ich eingestiegen bin, habe ich eigentlich durchgeweint, 12 Stunden, und wurde aufgenommen, als wäre ich Teil der Crew. Ich habe gemerkt, ich schaffe es körperlich, und das hat mir nochmal einen Motivationskick gegeben. Um wieder als Flugbegleiter arbeiten zu dürfen, muss ein Arzt ihm die Flugtauglichkeit bescheinigen. Im Notfall muss Alex auch mit Prothese schnell reagieren können. Dass er das schafft, steht auch für seine Mutter außer Frage. Das bin ich schon überzeugt, dass das eher ein Verlust für die Fluggesellschaft wäre, wenn er nicht mehr hin dürfte. So. Und ich glaube kaum, dass es einen positiveren Kranken gibt als Alex. Er hat wirklich Biss bewiesen in den letzten 2 Jahren, wieder auf die Beine zu kommen. Und nicht nur die Familie fiebert mit. Auf Instagram verfolgen mittlerweile fast 50.000 Follower Alex Alltag und seine Reise zurück in den Traumberuf. Und für ihn steht fest, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Barrieren entstehen nur im Kopf und du kannst alles schaffen, was du möchtest, wenn du bereit bist, etwas dafür zu tun. Bei diesem Kampfgeist bleiben doch kaum Zweifel daran, dass wir Alex bald über den Wolken wiedersehen.